Hallo zusammen, es ist der 27. Juli. Wir haben 17:48 Uhr und heute ist mal wieder das Gold dran. Ich habe sogar schon Schein rausgesucht, alles fertig. Aber wir gucken uns das mal an. Diesen Kanal hier, den lösche ich jetzt, weil der hat, glaube ich, keine Bewandtnis mehr, zumindest nicht in der nächsten Zeit. Und auch diese Doppeltops, die kommen erst wieder rein. Die lasse ich drin, aber den Kanal nehme ich mal raus. Was haben wir gemacht? Ich mache es mal ein bisschen größer hier. Wir sind von diesem Jahreshoch hier komplett runter und haben fast auf dem Punkt, auf dem 50er Retracement aufgesetzt, 1833. Wir waren am oberen Band, die Bänder sind nur unwesentlich aufgegangen, also wirklich unwesentlich, nicht beachtenswert, und machen jetzt von hier eine Korrektur. Nicht ganz seitwärts, leicht korrektiv, aber das ist in Ordnung. Und das Interessante ist, deswegen habe ich hier die anderen Fibus nochmal reingezogen und das auch in einer anderen Farbe gemacht. Von dieser Bewegung hier, von den 1749 hoch bis zu 1839, sind wir genau auch wieder auf das 50er Retracement gegangen. Ich mache mal das Fadenkreuz raus, dann sieht man es besser. Hier, von dieser Bewegung genau auf das 50er. Wir umschmeicheln, umgarnen, schmusen mit der 20-Tage-Linie schon seit einigen Tagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Von daher ist es momentan neutral. Trendfolger über das MACD, neutral. Der Oszillator hat sich schon deutlich abgebaut. Und ist auch schön so. Hier kam das Verkaufssignal. Da, das ist so im Bereich bei 1815. Ja, viel gebracht hat es nicht. Aber zumindest ein Signal, wo man sagt, okay, ich muss jetzt nicht gleich long gehen. Also ich finde, das Gold verhält sich hier insgesamt sehr gut. Mir gefällt das. Wissend, dass von dieser Bewegung hier, dass das 50er Retracement ist, macht diesen Punkt hier 1833 für die nächsten Wochen sehr, sehr wichtig. Wenn wir da drüber sind, werden wir auch ziemlich schnell wieder auf die 1916 gehen. Soweit ist es noch nicht. Aber mir gefällt es hier, dass sich das Gold hier so deutlich abgebaut hat. Ich habe kein Kaufsignal. Ich glaube, es ist keine Eile geboten. Aber tendenziell muss ich sagen, das hat ein bisschen mehr Potenzial als Risiko. Deswegen habe ich auch den Schein dafür so ausgesucht, dass es ein 1720er ist. Da sind wir ungefähr hier. Da. Das kann man sich jetzt aussuchen, je nach Risikobereitschaft. Man kann warten, bis wir die 1833 rausnehmen und dann diesen Schein nehmen. Oder man kann ihn auch jetzt schon reinnehmen, aber dann würde ich nur Schnüffelstücke nehmen. Es kann immer noch mal sein, dass wir hier auf die 1782 fallen. Das ist durchaus möglich, dass wir das 61er dann in Verbindung mit dem unteren Band. Aber dieser 1720er, das sieht mir ganz sinnvoll aus. Sollten wir es schneller schaffen, hier rüber hinauszukommen, kann man den natürlich hier unten drunter setzen, so im Bereich 1770. Dieser eben genannte 1720er, die Kennnummer, das ist ein Open-End-Schein, die Kennnummer GH59F0. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Also wie gesagt, meine Meinung ist tendenziell eher, dass wir mehr Potenzial als Risiko haben. Trotzdem möchte ich gern Put nennen. Diesen Put, den würde ich ungefähr hier hinsetzen, bei der 1852. Der muss aber gestoppt werden, wenn wir über die 1833 gehen. Der ist recht knapp. Aber wieso nicht? Ich habe diesen hier, 1886. Das ist auch ein 21er Hebel, wie eben der Call. Auch Open End und hat die Kennnummer GH7P5S wie Siegfried. 1886. Aber unbedingt stoppen, wenn wir über der 1833 sind. Wie gesagt, ich gehe davon aus, vielleicht bleibt er noch so ein paar Tage hier, aber dass das Gold dann die Kurve nach oben kriegt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.